Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator, weiterhin hier mit Kavi. So Leute, ein Zeitraffer, nichts ist passiert, außer dass die Felder gewachsen sind. So, mehr nicht. So wie ihr das kennt von der Standard-Map. Richtig. Kannst schon mal anfangen zu mähen. Ich mach mal kurz die Tiere sauber. Richtig. So, Hackengas hier. Ab geht's. Machen wir jetzt Feld 10. Und dann müssen wir das erst wieder bestücken, Kavi. Das sind die Böhnchen. Das sind die ersten Sachen, die wir benötigen, ne? Ja, die kommen gleich in die Raffinerie. Du musst mir auf jeden Fall noch einen Hänger bringen. Nebenbei. Bring ich dir gleich. Boah, Alter, man kann ja gar nichts sehen hinten aus dem Ding. So, klappen wir das gute Stück schon mal aus. Das nennt man jetzt ja wenigstens mal Mähdrescher. Ne, falsch. Zack, GPS aufmachen. Das nenne ich mal Mähdrescher. Geil, oder? Ah, endlich. Brauchen die nicht mehr. Schon fertig. So, dann New. Ja, und dafür ist ja dann der Creme auch besser. Weil der kostet nicht so viel wie ein Trecker und wir kriegen da nicht so viele Stunden drauf. Für was? Richtig. Ja, totaler Bullshit. Ja, deswegen will ich ja auch den MB-Truck haben, ne? Ja, für so Düngefahrten, man halt noch so alles machen kann mit dem, was halt machbar ist, sagen wir es mal so, ne? Richtig. Kommt aber nicht viel runter. Sojabohnen. Jo. Ja, hier unten rein die Ernte schön reinzieht. Sehr schön. Wie viel Meter hat das Schneidewerk? 13. Geht auf 13,2. Warum? Quatsch. 13. Ja, dann nehme ich jetzt da am Rand nichts mitgenommen. Aber gut, das kann ich mir dann zum Schluss holen. Zack. Ja, das geht eigentlich. Also wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, 2452 macht 19%. Ist nicht so wenig. Und gleich auf den Rücktour nehme ich diese halbe Linie damit, weil du willst ja gleich mit Sicherheit wieder anfangen zu sehen, ne? Bereit. Ja oder nicht? Naja, doch. Alter, das ist ein Ofenrohr, was der hinten dran hat. Leck mich fett, Junge. Das geht gut ab, Kavi. Das geht gut ab. Da sollte ich auf jeden Fall schneller mit sein als du. Diese halbe Reihe nehme ich auf jeden Fall mit, weil wir das benötigen für unsere Spritherstellung. Wo sind die? Ah, ganz hinten, ne? Kann ich jetzt schon anfangen? Ja, ne? Nein, ich nehme diese kleinen Schnitt damit an der Seite noch. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, das benötigen wir. Du musst zurückfahren, bitte. Wir wollen doch hier nichts verschwenden, Kavi. Alter.
lange nicht mehr gespielt. Das ist so ein Schlachtschiff einfach. Das muss noch mit. Jetzt kannst du in dem Sinne hinterherfahren. Sehe ich gar nicht. Hä? Da ist bei mir gar nichts. Bei mir ja. Siehst du ja, ich schmeiß ja hinten was raus. Ja, ja. Krieg auch Körnchen. Nicht viel, aber jedes Körnchen ist Diesel, Leute. Jetzt hat er da wieder ein Stück nicht mitgenommen. Ich muss weiter rüber. Ah. Wunderprächtig. Was haust du jetzt gleich wieder? Sojabohnen? Ja, ne? Ja. Denn jetzt haut er dünner halt drauf, ne? Nee, richtig. Nur zu deiner Info. Zack. So, kann der Kabi nämlich Vollgas geben. Ist auf jeden Fall schon ein breiter Schnitt. Leck mich am Arsch, Alter. Wenn er diese halbe Reihe nicht genommen hätte, überleg mal, wie weit ich schon wäre, wäre ich schon fertig mit dem Feld. Ja. Oh, das freut mich, Alter. Jetzt geht's voran. Ja. Jetzt geht's los. Ohne Hemd und ohne Gurt. Einfach Kurt. Oh, das wird eng. Das wird eng. 2 Sekunden zu warten. Ich dachte, das geht sich aus. Mega gut. Ah, eine Reihe noch, dann bin ich durch. Nice. Und ich kriege alles einmal rein. Nämlich gleich wieder Sojabohnen und so haben wir nämlich dann sofort wieder das, was wichtig ist. Doch, Schief, hast gehupt, Junge, hier. Das stimmt allerdings. Ist die Produktion nämlich sofort wieder da. Und als nächstes machen wir nämlich dann gleich da drüben Weizen oder Gerste, was das ist. Dann haben wir nämlich schon Stroh. Dann kommt das gleich mal zu den Futtermischwagen oder Füttermischern. Erstmal in die Tiere, weil die Tiere haben auch noch keinen Stroh. Ja, dann kriegen die Tiere noch Stroh, dann geht die Produktion schon hoch, dann kannst du es in die Futtermaschine klatschen. So, dann wird dadurch auch schon wieder Kraftfutter hergestellt. Ah, super gut, ey. Wir müssen nur gucken, ob wir nebenbei noch Gras machen müssen oder nicht. Ja. Das Feld hier ist der Mähdrescher schon wieder zu groß. Wenn man ganz ehrlich ist, aber es geht wirklich schön schnell. Aber für die anderen Felder ist er genau richtig. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in die Bäume schneide. Machen wir mal ein bisschen weiter hier rüber. Müsste klappen bei dir, Kavi, ne? Ja, komm vorbei. Na, ich gehe noch ein bisschen rüber. Jawohl. Nein.
nicht viel, was wir runterkriegen, aber ich glaube, ist besser als noch gar nichts. Na gut, aber das ist ein kleines Feld. Die Produktion wird immer wieder laufen. Und dadurch hast du irgendwann dann auch genug Sojabohnen. Richtig. Weil wir ja wirklich hauptsächlich auf einfach spielen. Und dadurch sollte das eigentlich gut funktionieren. Bau mal Licht aus, bitte. Danke. Sonst beleuchte ich dich. Aber ich sehe fast voll. Was? Nein. Nein, nicht. Wie viel Prozent? 10.010 Körnchen haben wir. Macht 81%. Wenn du willst, kannst du das gleich mal in die Raffinerie fahren, dann sehen auch mal die Leute das. Ja. Was soll ich? Mir ist egal. Ja, kann ich ruhig machen. Aber ich muss erstmal irgendwie mit dem großen Ding dahin kommen. Boah, wieder einfahren. Erstmal muss ich mich entleeren. Ja, hier ist nämlich kaum Platz. So. Alter, was für ein langes Rohr, ne? Du siehst, wie weit der Mähdrescher wegsteht, aber eigentlich nicht, weil das Schneidewerk ja so breit ist. Jetzt muss ich gucken, wo ist denn die Raffinerie? Ganz oben. Raffinerie. Da oben, das bedeutet, ich drehe um, fahre durch die Stadt und dann einfach nur geradeaus. Sehr schön. So. Angas. Dann kannst du in dem Sinne die Maschine wegbringen und Ladewagen holen, Kavi. Mhm. Dann sollte ich nämlich schon wieder da sein. Dann kann ich weiter mähen. Mein Gott, Alter. Ja, jetzt geht's los. Dass man zusehen muss, dass die ganze Scheiße dahin kommt. Ne? Erstmal bei und füll erstmal noch Dünger ein. Ja. Ein bisschen ist da ja noch. Güterbahnhof Industrielager. Hier steht gar nichts von Raffinerie auf dem Schild, aber ich bin richtig, ja. Okay. Hackengas. Jetzt hätte ich gern schon den MB-Truck, Alter, der brüllt so geil. Und fährt ja auch 50. Also daher vollkommen ausreichend. Obsthof Konditorei. So, hier sollte jetzt die Raffinerie sein. Und jetzt müssen wir erstmal ach, Kabi, ich komme nicht rauf. Lass mal die Warum? Zeit bitte laufen bis 6 Uhr. Oh lol. Ich komme erst um 6 Uhr rauf auf das gute Stück. Können wir einmal hier Trecker-Check machen? Gewicht fest. Keine Zapfwelle. Reifen sitzt gut. Abfahrtkontrolle machen. Ja, super, super, alles gut. Eigentlich muss man Abfahrtkontrolle so machen. Licht an. Bahn. Oh, Türen sind auf. Abfahrtkontrolle wird auf später verschoben. So. Jetzt muss ich gucken, wo ich das entlade. Hier ist auf jeden Fall die Tankstelle und dies und jenes. Ich denke, dass ich hier rein muss. Ne, hier ist Zucker. Hier kannst du auch Zucker abholen, Kavi, oder hinbringen. Ja. In der Raffinerie. So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht. Zuckerrüben. Komm hier auf Karte. Informationstafel. Wasser. Hier, hier, hier. Folge mir. Da auch nicht.
Hier einmal scharf einlenken. So. Ach, hier hinten ist das. Sonnenblumen, Sojabohnen, da müssen wir hin. Ich kann nicht entladen. Warum? Keine Ahnung, ich kann nicht entladen. Kriege kein Zeichen und STRG und I kann ich nicht drücken, weil ich kann echt nicht entladen, Kavi. Geht nicht. Kriege kein Entladungszeichen. Ich bekomme kein Entladungszeichen. Volle Wurscht. Warte mal, ich mache jetzt mal F1 an, fahr noch mal rein. Vielleicht steht da, bitte drücken Sie R oder so. Aber eigentlich leuchtet das ja unten rechts, dieses Entladungszeichen. Aber da war keins, Kavi. Aber hier steht aber Anlieferung. Ja, da war es gerade. Jetzt ist es weg. Auskippen. I. Hier soll ich auskippen. Geht aber nicht. Also, Sonnenblumen. Ja, geht ja auch nicht, weil es eigentlich falsch ist. Ja, und jetzt kommt keins mehr. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Ah! Da war's. Ah! Jetzt geht's. Oh, Gott sei Dank. Keine Ahnung, Kabi. Ich musste vor- und zurückfahren. Und dann kam es. Da gehen 100.000 rein. Nee, ja. Schmarrn, 40.000. Nicht viel. Aber gut. So, das Problem haben wir beseitigt. Also wir wissen auf jeden Fall, dass das Entladen da ein bisschen... tricky ist. Knifflig ist. Wahrscheinlich hätte ich von der anderen Seite reinfahren müssen. Dann hätte es wahrscheinlich geklappt. Ja, wahrscheinlich. Kann doch sein. Nein, ja. Wäre nicht mal unrealistisch. Ja, unrealistisch ist es schon, aber unlogisch wäre es nicht, weil wo ich dann ja vorgefahren bin und dann rückwärts gefahren bin, ging es dann ja auf einmal. Also könnte ja, es ja sein. Gut, aber egal. Wir sagen erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Tschüss!